Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Gerade sehen wir unsere süße Raya, die ein bisschen stinkig ist. Aber ich muss euch was erzählen, Leute. Denn ich habe endlich Sims 4 verliebt. Gesponsert von der Person, die auch mein Outro gemacht hat. Kalibe Ruby, du hast hier in meine Content Erstellung investiert. Nein, aber ich denke, wir werden so viel Spaß haben. Wir haben jetzt 201 Dinge, die wir erledigen könnten. Ich glaube, manche wissen das gar nicht, aber in der Videobeschreibung ist das Dokument verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit alles durchlesen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie noch Ideen habt, die wir hinzufügen können, schreibt sie gerne in die Kommentare. Denn je mehr Sachen potenziell kommen können, desto mehr unterschiedliche Dinge werden wahrscheinlich auch passieren. Deswegen, ich freue mich einfach. Deswegen generieren wir jetzt einfach mal, es ist die 154. Ich habe die Sachen jetzt mittendrin geschrieben. Das heißt, es werden ein paar Sachen jetzt andere Nummern haben. Aber das ist ja jetzt jedes Mal so gewesen, also bin ich gespannt. Renoviere ein einzelnes Zimmer. Ja, eigentlich macht das Sinn, weil Raya hat zwar erst morgen Geburtstag, aber dann machen wir das halt heute schon. Dann schicken wir sie mal kurz raus und dann renovieren wir halt eben kurz ihr Zimmer. Dann machen wir diese Sachen für Kinder mal weg. Dann wird das nämlich schon zu einem Jugendzimmer. Ich meine, ich war ja eh schon irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht mehr so viel mit diesen Erdbeeren haben will. Dass sie ein bisschen einen Gang zurückschaltet. So, dann ist das nicht mehr so Overload, weil ich finde das realistisch. Dass sie dann als Teenager einfach so ein bisschen softer ist, sage ich mal. Vielleicht legen wir auch mal einen neuen Teppich rein. Ich finde den neuen Teppich ja so schön. Ich liebe ja sowieso Flauscheteppiche. Dann können wir vielleicht ein Spiegelchen in die Ecke stellen. Der ist doch süß. Und dann könnte man ja so Make-up da hinstellen. So von wegen, sie macht das so auf dem Boden, vorm Spiegel. Achso, sie braucht noch einen neuen Stuhl. So, was machen wir jetzt hier raus? Das ist doch ganz cool. Jetzt stellen wir da noch so ein paar Sachen rein. Schön. Das finde ich auch realistisch für einen Teenager. Das gefällt mir gut. Vielleicht können wir hier noch ein Poster hinhängen. Oh, den liebe ich ja. Ist jetzt kein Poster, aber ich liebe es trotzdem. Ich glaube, das ist eines der coolsten Zimmer, die ich seit langem eingerichtet habe. Vor allem ist es so klein und trotzdem... Also ich lieb's. Sehr schön. Erledigt. Sind ja auch nur 15 Minuten im Part. Kein Problem. Wir feiern heute auf jeden Fall noch ihren Geburtstag, denn sie hat morgen Geburtstag, genau. Und heute ist auch noch ein besonderer Tag, weil wir gehen zum ersten Mal mit Raphael zur Schule. Er sitzt auf Klo und sagt der Katze so, bitte nicht aus der Pfütze trinken. Schön. Wieso hat er absolut gar keinen Spaß? Nutzt die Zeit und schau vielleicht ein bisschen fern. Und sie so, ich esse erstmal Eiscreme zum Frühstück. Marley macht hier erstmal alles schön. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, gibt es noch keinen Fix für die Eyelashes. Weil irgendwie sind die jetzt seit dem letzten Patch broken. Aber ich glaube, wir werden klarkommen. So, und ihr unterhaltet euch hier? Auf geht's, ab geht's! Oh, wie süß sieht er denn aus mit dem Outfit? Ich wollte schon sagen, das habe ich ihm nämlich nicht gegeben. Ich dachte schon, ich habe wieder vergessen irgendwas. Das wäre ja auch nichts Neues, ne? So, wir wollen natürlich eventuell auch Leute kennenlernen. Hallo Mary Richards. Guck mal, die ist anscheinend auch im selben Club wie wir. Die kennen wir nämlich anscheinend auch schon. Wie wär's, wenn wir mal kurz Marotten offenbaren? Oh mein Gott, das habe ich hier gar nicht eingestellt oder so. Oh mein Gott. Kann sich das auch entwickeln, die Vorlieben? Ich weiß das gar nicht. Also die Turn-Ons, jetzt meine ich. Peyton ist hier auch noch. Die sieht auch ganz nett aus. Oh, Jethro mag uns nicht so. Oh, Marie ist sozial unbeholfen. Aber das soll uns ja nicht stören. Dann ist hier noch Tobias Buchholz und Garrett Hanley. Ich habe das Gefühl, mit Hanley hatten wir schon mal was zu tun, oder? Und Mary Hatfield ist unsere Direktorin. Die sieht sehr fancy aus mit ihren Haaren. Aber Marie, die sieht eigentlich sehr nett aus, oder? Also ich denke, man könnte sich mit der auf jeden Fall mal anfreunden. Kann ja nicht schaden. Selbst wenn wir die jetzt nicht daten würden oder so. Freunde haben es ja auch schon mal gut. Aber wir haben ja noch nicht irgendwen so, ne? Man weiß ja auch immer noch nicht so genau, mit wem werden wir dann weiterspielen und so. Und ich möchte ja auf alles vorbereitet sein. Oh, okay. Unfug mag er nicht. Das ist total in Ordnung. Ab in den Unterricht. Wer ist denn hier sonst noch? Max Björksen. Die sieht auch richtig hübsch aus. Riley Chopra. Reed Robles. Hat ein sehr wildes Make-up auf jeden Fall. Unsere Lehrerin sieht aber auch sehr hübsch aus. Aber wir fangen nichts mit dem Lehrpersonal an, nein. Ich würde mich auf jeden Fall bei Max auch noch vorstellen, weil die sieht auch sehr nett aus. Okay, wir müssen uns anscheinend selber entscheiden. Zumindest steht das hier. Es wäre cool, wenn sich das so selber entwickeln könnte. Holen wir uns jetzt erstmal was zu essen. Gwendy, auch süß.
Tobias Buchholz sieht auch nett aus. Wir sollten uns bei ihm auch vorstellen. Irgendwie habe ich mein Essen nie bekommen, oder? Da ist es. Haben wir zumindest mal ein paar Leute kennengelernt. Das ist auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. So, dann können wir uns noch einen Spind holen. Aber von der Deko passt irgendwie gar nichts. Ja, vielleicht ist das einfach nicht so sein Ding mit dem Dekorieren. Man kann die Turn-ons und Offs doch bestimmt auch randomisen. Dann können wir das ja daran abhängig machen. Raya ist noch Zweier-Grundschülerin geworden. Süß. So, du gehst jetzt gleich zu deinem Treffen, glaube ich, ne? Jo. Und du bist schon ready für deinen Geburtstag morgen. Yay. Ach, du Heilige. Immer ist alles kaputt bei uns. Ihr 3-Level-Mentalfähigkeit ist, glaube ich, ein bisschen knappig. Warum geht's dir denn so unendlich schlecht, Girl? Immer eskaliert's. Zwickmühle. Marley und sein Team führen eine routinemäßige Durchsuchung nach Schmuggelware durch. Als nur noch 2 Räume des Hauses zu durchsuchen sind, kehrt der Verdächtige früher als erwartet zurück. Marley muss entscheiden, ob sie den Keller oder den Dachmond durchsuchen. Doch für beides reicht die Zeit nicht. Das sind halt beides Orte, wo man ganz gut Sachen verstecken könnte, die ein bisschen illegal sind, ne? Ich sag jetzt einfach mal den Dachboden. Da ist es! Nachdem der Gegenstand gefunden ist, seilt sich das Team von Marley mit Bettlaken an der Hausseite ab und verschwindet in die Nacht. Ein Glück, dass dieser Kerl seine Laken auf dem Dachboden aufbewahrt. Well, da hatten wir jetzt aber Glück. Aber in die Nacht ist ein bisschen wild. Because it is 10 vor 5. Sie haben eine Katze adoptiert. Süß. Aber wir fühlen uns wirklich nicht ganz so gut. Aber eine Katze. Toll. So, Raphael ist auch zurück. Hat auch keinen Spaß. Beginn einer Arbeitsrivalität? Das hatte ich noch nie. Marley kann John Paul Norwood einfach nicht ausstehen. Ob John Paul es nun weiß oder nicht, dies ist der Beginn einer Arbeitsrivalität. Marley kann erst wieder befördert werden, wenn die Angelegenheit vom Tisch ist. Er kann versuchen, sich mit Jean-Paul anzufreunden oder ihn auf der Arbeit... Achso. Oder ihn auf der Arbeit zu sabotieren. Das ist kein deutscher Satz, oder? Um das Problem zu lösen. Ein Treffen nach der Arbeit ist ebenfalls eine Option. Marley kann dann freundlich sein oder kreativere Lösungen ausprobieren. Wie gut ist das denn? Diese beiden Sims kommen am Arbeitsplatz nicht miteinander klar. Das passiert so selten und ich lieb's. Kokettes Selfie schicken. Ja, normal. Ich habe einfach keine Worte mehr für dieses Spiel. Destiny, weißt du, du kannst doch 10-mal fragen. Aber nein. Im Schrank weinen, stopp. Wenn dann, gehst du in dein Bett. Okay, es ist vorbei. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Besonders inspiriert. Raphael ist inspiriert von den wilden Erfahrungen von Faith. Das sind Meilensteine, die nicht jeder erreichen kann. Oh mein Gott, ich lieb's ja so. Habt ihr das schon mal gesehen? Weil, oh mein Gott, ich hab das doch... Ich wirklich... Ich habe so viele Stunden in diesem Spiel und habe Dinge noch nie gesehen. Warte, was? Raphael hat gerade seine erste Erfahrung mit einer positiven oder belastbaren romantischen Einstellung gemacht. Mit genügend Erfahrung dieser Art können Sims das Merkmal romantisches Vorbild entwickeln. Da sich Raphael noch immer in den prägenden Jahren seiner Jugend befindet, wird es besonders einfach sein, dieses Merkmal zu entwickeln. Dies setzt natürlich voraus, dass er weiter positive Eindrücke von Romantik und Beziehung durch andere Sims oder durch seine eigenen Recherchen und Erfahrungen macht. Wie cool ist das denn? Ich liebe dieses Spiel so sehr. Einfach toll. Die beiden brauchten übrigens Spaß, deswegen habe ich die einfach mal schlechte Mächte schicken lassen, weil ich habe ja RPO nicht mehr drin. A.K.A. Ich denke, da wird kein Kind draus entstehen. Ich habe Whisky Woohoo auf 1%. Wenn da ein Kind draus entsteht, dann kriege ich die Krise. Oh je, Raphael. Aber da du der Einzige bist, der keinen Hass auf Kochen hat, vielleicht machst du ja für deine Schwester eine Schokotorte. Immerhin ist ihr Zimmer schon umeingerichtet. Das ist doch schon mal ganz gut. Was wäre denn sonst noch heute unsere Aufgabe 58? Du bist gefeuert. Ich will beide nicht feuern lassen. Aber ich kann mir irgendwie eher vorstellen... Naja, ich wollte gerade sagen, ich kann mir irgendwie eher vorstellen, dass Faith gefeuert wird. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, weil sie ist einfach nur Lehrerin. Also so als Agent kann es wohl eher mal passieren, oder? So, man kann zwar jetzt nicht direkt gefeuert werden, aber er kündigt dann halt, ne? Und dann tun wir so, dass er halt gefeuert wurde. Vielleicht fanden die es einfach nicht so cool. Vielleicht haben die davon erfahren, dass hier... Das ist halt voll doof. Ich will halt eigentlich das machen mit diesem Work-Rival-Ding. Aber, ja, vielleicht haben die das herausgefunden, dass das hier ist. Und die meinten halt so, ja, wir müssen halt als Geheimagenten zusammenarbeiten. Wie wär's, also das passt hier halt nicht so rein mit unseren Prinzipien. Ja, das ist jetzt mein Take dazu. Und sie macht erstmal Eis. Was für Eis gibt's denn? Schokoladeneis. Ja, müssen wir dann wohl, ne?
Zur Erleichterung der gesamten Belegschaft wurde die Rivalität zwischen Marley und John beigelegt. Naja, ne? So geht's auch. Dann haben wir zwar weniger Geld wieder, also weniger Einnahmen, aber was sollen wir tun? So, meine kleine Maus, du hast jetzt gleich Geburtstag. Auf geht's, ab geht's. Oh, sie ist voll traurig, ich weiß. Dass Bubba gestorben ist, ist ja auch jetzt irgendwie unfortunate. Kann man halt auch nichts gegen tun, letztendlich, ne? Okay, geht sie jetzt auch nach draußen? Wieso gehe ich hier immer nach draußen zum Geburtstag haben? So wenig Platz ist in der Küche auch nicht. Hui, okay. Romantik Level 1? Warum das denn? Also ich beschwere mich nicht, ne? Sie ist außerdem Herstellerin. Interessant, weil ich mit den meisten Sachen tatsächlich noch nicht so viel gemacht habe. Also je nachdem, wenn wir mit Raya weiterspielen, habe ich auf jeden Fall Lust, dass man da mal so ein paar Sachen ausprobieren kann. Also es gibt mittlerweile 71 Bestreben. Und sie bekommt natürlich die Nummer 15, Geräte-Genie. Das ist irgendwie voll cool, weil sie so eine kleine Kochmaus wird. Süß eigentlich. Warum hat sie jetzt Dreads? Sehe ich jetzt nicht so, aber das kriegen wir schon hin. Sie hat auch so Riesenbrüste wie ihre Mutter und einen Riesenpopo. Das kriegen wir nie wieder raus aus den Genen, wirklich. Seit Generation 1. So, ich möchte jetzt aber gucken. Ja, man kann es randomisieren. Perfekt. Okay, dann schauen wir mal bei ihr. Gesundheit und Sport und Performance nicht so ihr Ding. Sie mag streitlustige Sims. Sie mag Geschenke machen. Süß. Graue Haare und schwarze Haare. Gelbe Kleidung ist cool. Orangefarbene Kleidung nicht so. Und sie mag aufpolierte Modestile an Sims. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal kurz bei Raphael auch. Weil sonst wissen wir ja gar nicht, was er toll findet. Faulpelz und Kochen ist nicht so sein Ding. Lebhaft ist auch echt unattraktiv. Er hat keinen Romantikstil, den er irgendwie bevorzugt. Er mag weiße Haare und hasst grüne Haare. Rote Kleidung ist echt anziehend. Kostüme und Streetwear findet er anziehend. Die Kostüme. Ich habe Angst vor denen. Wie hüpfen wir aber jetzt erstmal ins Umstyling? Woo! Bevor wir richtig ins Umstyling hüpfen, wie gesagt, die Lashes sind halt gerade kaputt. Deswegen hoffe ich, dass das einfach dann gut aussieht, wenn ich die Lashes dann irgendwann updaten kann. Ansonsten müssen wir es halt nochmal ändern, aber wir kommen schon klar. Jetzt aber! Do you still love me like you don't? Do you still wanna be alone? Do you still find your way home? Do I still wonder if you ever care? You ever fail? You I'd miss you out of the blue. On your own, but you kinda like that. Keep me close, cause I never fight back. Overdose on constant feedback. This time I won't be back. So I heard that you heard about me. Little time, a little extra fee. A little smoke, keep my mind at ease. Head out the window to feel the breeze. Still lose myself in the city lights. Lose myself in the winter time. Do you still love me like you don't? Do you still wanna be alone? Do you still find your way home? Do I still wonder if you ever care? You ever fail? You I'd miss you out of the blue. Oh, poor me. So I guess you won't be whole. Still love me like you don't. Do you still wanna be alone? Do you still find your way home? Do I still wonder if you ever care? You ever fail? You I'd miss you out of the blue. Thank you.
mal fertig. Ich habe jetzt irgendwie über eine halbe Stunde sie umgestylt. Aber ich muss sagen, ich liebe sie wirklich sehr. Mit dem Make-up fällt das gar nicht so schlimm auf, dass die Lashes broken sind. So oder so ist sie natürlich wunderhübsch. Ich finde halt cool, dass sie die Nase von ihrem Vater hat. Mal ein paar andere Gene so im Pool haben, ne? Nein, aber sie sieht unfassbar cool aus. Ich habe halt versucht, so Teenage-Fashion so ein bisschen mit reinzubringen, dass sie so sehr sicher einfach das trägt, was sie cool findet. Dieses Outfit wollte ich sowieso schon vor lange benutzen, endlich mal. Zu ihr passt es irgendwie richtig gut. Sie hat natürlich noch ein zweites Outfit. Das ist ein bisschen luftiger. Ich finde, das Kleid steht hier einfach sehr gut, dann zur Abendkleidung ist sie ein bisschen all out. Ich finde es einfach nice. Ich fand halt, wenn dieser Ausschnitt ist schon sehr tief für Teenager. Deswegen dachte ich, ist es vielleicht gut, wenn sie das halt nur so hat. Ich habe vergessen, ihr die Fingernägel überall zu geben. Aber das ist jetzt ja schnell erledigt. Dann die Sportkleidung ist auch sehr classy. Aber wie ihr wisst, mache ich da ja sowieso nicht so ein großes Tamtam drum. Dann die Schlafkleidung ist ebenso einfach nur sehr chillo. Ich arbeite natürlich viel mit den Farben, die sie mag. Sie mag ja weiß und irgendwie habe ich ihr Zimmer ja lila gemacht. Deswegen ist lila halt auch ihre Farbe. Wenn ich eh schon so tue, kann ich ja auch einfach die Farbe hier mal hinzufügen. Dann ihre Ausgekleidung. Finde ich auch richtig süß. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum ich das jetzt unbedingt gemacht habe. Aber ich glaube, sie ist halt auch so in so einer Phase, wo sie so viel rumprobiert und einfach, wie gesagt, das trägt, wo sie dann auch Lust drauf hat. Unabhängig davon, was andere vielleicht davon halten. Ihre Schwimmkleidung. Ihr Heißwetter-Outfit finde ich auch richtig süß, weil ich finde den Rock auch sehr, sehr kurz. Ich habe das irgendwie bei vielen Kleidern, dass die irgendwie extrem kurz sind. Und ich habe jetzt vor kurzem erst diese Radlerhose quasi gefunden von an die Uni. Und seitdem ziehe ich die immer darunter, weil ich es einfach realistisch finde, gerade bei eben so jungen Sims, dass sie zwar Kleidchen tragen, aber A, möchte man nicht, dass die Oberschenkel aneinander reiben, wenn man ein bisschen dickere Oberschenkel hat. Und B, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Kleid ein bisschen kürzer ist. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Kaltwetter-Outfit und das gefällt mir auch richtig süß. Sieht einfach nur so ein Pullover an. Finde ich, steht ihr auch extrem gut. Ich finde, sie ist einfach eine super, super süße Maus. Ich bin sehr gespannt, wie es dann mit ihr weitergehen wird. Oh mein Gott, guck, wie süß sieht sie aus. Ich liebe sie. Aber da ich jetzt so viel Zeit im Creative Sim verbracht habe, möchte ich dann jetzt auch hier den Part beenden tatsächlich, weil ich nehme jetzt definitiv länger auf als sonst. Dinge passieren. Ich mach's ja auch gerne. Ich hoffe, dass Raya euch auch gefällt. Und ich bleibe gespannt, mit wem wir dann irgendwann weiterspielen, weil, wie gesagt, ich will am liebsten mit beiden weiterspielen, weil ich beide so sehr liebe. Bei irgendwelchen Vorschlägen zu irgendwas, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!